Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher und mit Nameless. Heute wollen wir mal gucken, ob wir die Zugbrücke an den Start kriegen. Die meisten Sachen sollten wir haben, ein bisschen Holz vielleicht noch holen. Hier möchte ich übrigens auch dann tatsächlich das ganze Ding gerade ziehen, weil hier kommt ja die Zugbrücke hin, sonst haben wir das Abgefressene ständig da. Das müssen wir uns auch noch angucken. Hier machen wir mal eben kurz. Ah, jo. Ich schon wieder vergessen, wir haben uns ja was zum Essen gebastelt für der Gude. Für de Gudele. Okay, das passt. Ich muss ihn jetzt nur ordentlich füttern, damit er dann nicht die ganze Zeit irgendwie zwischen den Seilen hängt. Ja, ich habe dir ganz viel gemacht. Du musst jetzt nur ein bisschen Geduld haben, ne? Okay, Zugbrücke. Wir brauchen Metall. Haben wir gesagt, wir wollen einschmelzen. Weißt du was? Da wir eh gleich Holz holen, hauen wir das jetzt einmal komplett an. Das muss durchlaufen. Und hier können wir schon mal Gas geben. Ein paar hatten wir drin. Dann brauchen wir. Die Sachen Hammer. Wir brauchen eigentlich nur Holz. Machen wir uns ein bisschen die Taschen leer, holen wir erstmal Holz. Mal gucken, wo wir bei uns im Gebiet gleich Holz bekommen, oder? So, die Stahlbarren, die können hier drauf. Soweit klar, das können wir einschmelzen. Dann hatten wir eine Händlerkiste hier für die. Dann machen wir die Eier wieder rüber. Das machen wir rüber. Hier haue ich ihm jetzt die ganze Zeit, bis er wirklich satt ist, mal wieder, der Gute. Hier, das ist eigentlich auch Handy. Und. Die brauchen wir jetzt heute nicht, oder? Die sparen wir uns jetzt mal. Die sparen wir uns mal. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir heute die Mütze gleich wieder vollkriegen. Und bei Waffen hatten wir. Das hier war das Jagdgewehr, das selbstgebaute Gewehr. Die lasse ich jetzt mal hier drin. Das schauen wir uns dann in Ruhe an. Kurz einmal aufsortieren. Jo, komm. Eier mit Speck sind auch noch da, nehmen lassen. Guck mal, habe ich heute Morgen auch gehabt. Siehste? Hier, das müssen wir natürlich alles wegschlagen, aber da lasse ich mal gleich was einfallen, wie wir das machen, ohne dass wir die ganze Folge sprengen. Meine Bäume hier vorne würde ich eigentlich gerne lassen. Lass mal ums Eck gucken, vielleicht muss ich gar nicht so weit raus. Hier können wir doch, ne? Wir brauchen ja bloß 1000 Holz. 421 haben wir schon. So, dann müssen wir die Mauer ziehen. Da wird hier der Zaun weggemacht. Das Mäuerchen, ist das eine Halbmauer oder eine ganze? Ja, dann werde ich auch. Immer das Maß nehmen, weißt du, weil das ist ja hier eine Halbmauer. Und die gibt es aber, glaube ich, auch zu bauen für uns, ne? Ich muss gerade mal kurz gucken. Hier, die da wird es sein. Nee. Dann muss es eine halbe ist es tatsächlich. Was war denn das, was ich jetzt genommen habe? Eine Dreiviertelse. Die ist es. Okay, Advance, gibt es das hier? Kann ich das? Ach, das ging nämlich früher auch nicht. Das ging früher auch nicht, dass man kopieren konnte, wenn es eine andere Struktur war, gell? Okay, das ist mal gut zu wissen. Im Prinzip geht es jetzt nur darum, einmal das kurz auszutesten. Jo, die ist es. Also, dann ziehen wir keine Vollmauer rum, sondern hier. Mit diesem Halbwürfel und dann setzen wir aber vorne an jede Ecke wieder ein Türmchen hin, ordentliches, ne? Ist jetzt hier niemand da? Ja, dann hole ich gerade mal ein paar Bäume zusammen, würde ich sagen. Und sobald ich 1000 Holz habe, gehen wir rein, bauen uns die Zugbrücke durch die Werkbank, würde ich sagen, ne? In der Zeit, wo jetzt dann gleich die Metallbarren durchlaufen, kümmere ich mich natürlich oben drum, dass wir schon mal den Platz frei machen für die Zugbrücke. Eine Wanderhorde. Wie pünktlich. Ich hab's ja gar nicht gehört. Ich habe euch aber eh dazu genommen. Passt also. Gibt natürlich EP. Und zum Händler müssen wir nachher noch kurz abgeben. Und eine neue Mission annehmen. Unsere erste Dreier kommt morgen, ne? Oh, er ist über der Gates drüber gestiefelt. So, ich bleibe aber gerade mal in der Ecke, weil ich will nämlich hier noch geschwind die neuen Bäume gleich wieder pflanzen. So, komm, steh auf. Ne? Doch. So, machen wir hier einen schön hin. Hier einen. Wir sollten nur in unserer Nähe nicht allzu viele setzen, sonst haben wir vielleicht später wieder das Problem. Hä? Zu nah? Tsunami oder was? Sonst wird es zu viel mit der Ladezing. Guck mal, das sieht doch ziemlich gut aus. Wir werden bestimmt noch was pflanzen hier noch an der Ecke. Denke ich mal. So.
ist das auch schon wieder ausgeglichen, siehst du? Du, weil ich gerade hier schon rumschlenz. Mal den Schmodder weg von meinem Fußboden. Hier, was ist denn da los? So. Kann man die eigentlich auch? Nein. Hier, das muss ja alles weg. Und das müssen wir zumachen, das Eck. Das machen wir heute vielleicht sogar noch, weil im Moment sieht es einfach nur scheiße aus. Pinnwand können wir erstmal hängen lassen. So, Leute. Die Frage ist jetzt. Ich mache natürlich erstmal keine elektrische, ne? Wir haben alles da, was wir brauchen, bis aufs Geschmeidige. Letzte Fuhre. Siehst du mal, wie wir vorwärts kommen, wenn wir wollen. So, einmal hier kurz rüber. 64 haben wir, das ist schon mal gut. Dann hier einmal rüber. Weiß einer, wo ich die Dinger hingeschleift habe gestern? Die da, weil ich habe nämlich das dumme Gefühl, dass wir da schönere kriegen. Müssen wir das mal kurz angucken. Hier, ne? Die sehen nämlich so aus, als wären das auch Beete. Vielleicht kriege ich ja aus Steinstruktur. Erhöhte Beete und Felder. Beete und. Was sind erhöhte? Ach, das sind solche Pots zum Hinstellen. Ist natürlich auch recht niedlich. Oh, die sehen gut aus. Machen wir jetzt aber noch nicht, weil ich noch nicht weiß. Da müssen die allerdings weg dann hier, ne? Ich dachte, ich kann auch solche Kübel bauen. Okay. Also hier sind wir auf jeden Fall ungleich. Ach so, ich weiß ja gar nicht, ob die Brücke 4 oder 5 Breite hat. Oh. Ich glaube, die war 4 breit. Wenn die 4 breit ist, kann ich es hier gar nicht so hinsetzen, dass es gerade aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich baue jetzt trotzdem eine, weil früher oder später werden wir eine brauchen. Wenn nicht, mache ich eine normale Rampe hin. Wenn nicht, mache ich eine normale Rampe hin. Gucken wir uns mal kurz an. Ich lasse die schon mal durchlaufen, während ich dann da oben schon mal gerade mache. Jo, jetzt haben wir immer wieder zwischendrin mal eine Baurunde. Da freue ich mich drauf. Und dann können wir schön das abwechselnd immer machen. Weißt du, mal so. Und dann sind wir immer irgendwie im Flow. 12 Stück fehlen noch. Nehmen wir mal die Steine mit rüber. Die Steine mit rüber. Das brauche ich für die Turret-Munition. Die kann ich vielleicht gleich mal parallel hier durchlaufen lassen. So, Geschützturm. Und wo habe ich die Dings hingelegt, die wir gestern noch hatten? Hier. So, das machen wir jetzt mal hoch. Bämsle. 12 Stück brauche ich noch. Danke. Weiter. Noch zwei. Blei hatte ich auch hier eingeschmolzen, gell? So, Leute. Zugbrücke wird gebaut. 20 Minuten. Das heißt, wir werden durch das, dass wir hier bauen und ich das ein oder andere raus schneide. Hier, das da zum Beispiel kommt schon mal weg, ne? Weißt du, das meine ich jetzt, dass ich da immer so zwei, dreimal oben drauf hat links und wir uns dann da unten hinten rechts dann gleich wiedersehen. So klappt das doch ganz gut, oder? Da kriegen wir auch ein bisschen was geschafft. So, ist das schon mal frei. Hier weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig. Also das wird dann zugemacht, ist klar. Ob wir das Treppenhaus hier so lassen oder ob ich den Teil zumache. Ich glaube, wir lassen das so und nehmen die Räume lieber. Soweit haben wir es schon mal. Jetzt ist natürlich noch nicht viel Zeit ins Land geflossen. Aber lecker laberle, was würde mich das kosten, das hier auszugleichen? Das Problem ist, ich kann das jetzt im Moment leider noch nicht. Alter, du kannst sogar das Kaputte kopieren. Problem ist, dass wir das später dann halt irgendwann anstreichen müssen, wenn ich meinen Pinsel habe und so, ne? Okay, den einen konnte ich setzen. Hier kann ich keinen ranmachen. Das heißt, da ist einer, der weg muss, ne? Machen wir mal einen zusammen. Ich würde es schon gern ausgleichen, damit wir nachher dann einen symmetrischen Zugang oben haben. Ich meine, es ist nicht hoch, wenn ich hier runterplotze. Ich gehe ja sogar manchmal abkürzenderweise runter, ne? Ja, aber so geht's. Wir müssen halt den dann auch wegmachen. Der muss weg und der da. Jetzt würde ich mal fast sagen, dass wir mal versuchen, das heute zuzukriegen, oder? Dann schlage ich jetzt die Dinger erstmal weg. Aber aufbauen tun wir es natürlich zusammen. Bämchen. Bämchen, Kazämchen. Dann haben wir schon mal den ersten Teil erledigt. Zack. Naja, das sieht doch viel besser aus, klar. Wir müssen es halt nachher noch irgendwann in die gleiche Form färben, aber das kriegen wir dann schon hin. So, siehst du denn? Das hier muss natürlich dann auch noch weg und entsprechend angepasst werden.
Dann müssen wir die auf jeden Fall erstmal wegmachen komplett. Oh, 5000, habe ich nicht bedacht. Hä? 5? 1200. 1200. Okay. Warum hat die eine so viel mehr? Ja, aber ich sind wir uns einig, gell? Die drei müssen auf jeden Fall schon mal weg. Und nebendran jeweils eins. Dann mache ich das jetzt auch noch kurz weg. Wir werden dann kurz zum Händler rüberfahren, das mit der Mission machen und mal gucken, ob wir einen Messbecher finden. Weil ich möchte die Chemiestation bauen. Das ist das eine. Und den Mischer sollten wir uns auch langsam mal ranholen, oder? Zementmischer, 25, komm mal her. Vielleicht kriegen wir den schon mal gebaut. Weil wenn ich jetzt hier eh schon im Verteidigungsmodus fast bin, dann könnten wir nämlich ein Motor brauche ich dafür noch. Und eine Schraubenfeder. Dann kann das nämlich schon mal parallel mitlaufen, weißt du? So. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis die erste Schreierin kommt. Ich habe die neue Schreierin nämlich noch gar nicht gesehen, gell? Also auf dem Bilder ja, aber noch nicht so ein Ding. Ein Motor, mit viel Glück brauche ich. Komm, da vorne ist doch ein Parkplatz. Komm her, fahr mal kurz mit dem Moped drüber, ist da kein Problem. So mache ich das übrigens ganz gerne. Also ich mag es auch an Sachen manchmal dranbleiben. Gerade was die Demontage angeht, heute mache ich das mit Schnitten. Werde ich demnächst wahrscheinlich einfach mal einen Ingame-Tag schnappen und mal wirklich alles Mögliche wegreißen. Kurzer Moment. Guck mal, da vorne die Busse. Ich glaube, da kriegen wir vielleicht mit ein bisschen Glück direkt einen Motor raus. Die Wanderhorde haben wir jetzt hinter uns. Busse habe ich eh noch nicht viel abgebaut. In meinem Leben. So, ich hoffe, ich habe die Dings dabei. Und die Knarre wollten wir uns auch bauen, gell? Sieht jemand den Schraubenschlüssel? Hier. Und die Dinger habe ich schon geguckt. Die Mod für Bäume fällen, aber die habe ich noch nicht. Ich kann die noch nicht herstellen, ne? Irgendwas mit Feuerwehrmann war doch das. Feuerwehrmod. Oder haben wir die mal gesammelt? Ich weiß gar nicht mehr. Also die Schraubenfeder, die wir brauchen, die ist da. Ja, den Mischer können wir uns auf jeden Fall aufbauen. Fehlt nur ein Motor. Wenn wir Glück haben, finden wir einen. Boah, ist ein Haufen Zeug immer gleich drin, gell? Einen Bus machen wir zusammen. Wenn der Motor drin ist, fahren wir zurück, bauen. Wenn nicht, mache ich den zweiten Bus noch kurz mit. Und wenn da auch nicht drin ist, dann fahren wir halt weiter. Jo, ist eine ganz gute Folge. Ich freue mich jetzt, weil morgen haben wir dann wieder eine Dreier-Mission am Start. Und übermorgen machen wir vielleicht ein bisschen was für die Hordefalle. Kleine Wegführung schon mal. Dann gehen wir wieder ein bisschen da. Dann sind wir immer unterwegs und immer am Tun. Den holen wir uns aber gleich, ne? Da warte ich nicht. Da fahren wir gleich mit dem Moped hin. Ich hoffe, der wirft ihn mitten in der City ab. Na? Ich weiß, dass das Ding einen Motor hat. Ich spüre es, ich fühle es, ich riech's. Naja, dir zeige ich gleich, wie das aussieht, wenn du was riechst. Nämlich, dass nichts da ist. Wo ist denn der Drop? Da hinten. Den holen wir jetzt gleich. Ich mache nur noch eben den Bus klar. Habe ich den ersten Bus eigentlich durchsucht? Aber ist egal. Jetzt ist eh schon vorbei. Jetzt ist eh schon vorbei. So, falls jetzt nochmal eine Horde kommt, hole ich euch rein. Ansonsten sehen wir uns gleich auf dem Moped in Richtung zum Loot-Shop. War leider keiner drin, müssen wir noch weitermachen gleich. Aber jetzt gehen wir dann erstmal Richtung Handy. Oh. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Handy. Wir wollen ja die Mission abgeben, eine neue annehmen. Weiß nicht, ob du da durchkommst. Ja, kommst du. Wo liegt denn der? Ich bin nämlich schon ein bisschen rausgefahren. Ah, da vorne. 500 Meter, haben wir gleich. Schubdubidubadu. Was ist das hier? Baustelle? Gehe ich hier ein bisschen was? Ne. Ein Zerla. Das Auto können wir kurz checken hier. So. Naja, warte mal, ich baue es ab. Müssen wir immer so verzettelt mal ein Auto mit reinnehmen. Heute ist ja sowieso alles zum Thema Zugbrücke und da wir ja noch warten müssen, bis die durch ist. Ich nehme mal an, vor 17 Uhr ist die nicht fertig.
Viecher habe ich gesehen, Alter. Geschmeckt, gespürt und gerochen. Wie er dann zwischendrin einfach mal immer ins Gras reinhaut. Oh, wir kriegen noch ein Level-Up heute hin. So, ich war aber noch nicht fertig, Mäusle, ne? Wir brauchen einen Motor, liebes Spiel. Gib uns doch einen Motor, sei nicht so sedil. Egal, weiter geht's. Dach gerade ist eine Kiste. Schabup und Katzup. Ich liebe so Runden, wenn du da ein bisschen rumgruschelst, da ein bisschen, dann mal beim Händler vorbeischauen, dann wieder zurück, dann hier. Ich find's gut. So. Man weiß nie, was drin ist in den Dingern, ne? Schalala. Smobbit, ich bin so froh, wenn wir das Motorrad wirklich irgendwann haben. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich gebe erstmal kein Geld aus für irgendwas. Vielleicht ist ja vom Wechsel auf T3, auf T4, eine Motorrad-Bausatzkiste drin, weißt du? Also wenn du beim Drüberfahren gebremst wirst, ne? Was haben wir drin? Okay, für EP, was sind das? Altrüstungspaket. Huch. Ich hab's mal abgekürzt. So. Den wollte ich glaube ich noch mitnehmen kurz. Und vielleicht wieder Eier, weil Speck mit Eier ist halt doch eine geile Geschichte. Ja, bis du da bist. Das sind immer so die kleinen Mili. Da war ein Honig drin, hast du gesehen? Kein Rüstungsding. So, wo ist denn jetzt der Händler? Boah, Alter, einen Kilometer bin ich vom Handy weg. Ich würde sagen, ich mache auf dem Weg zum Händler nochmal ein, zwei Autos. Oder eben solche Dinge hier. Und dann sehen wir uns gleich beim Händler. Wechseln die Quest, fahren heim und gucken mal, wie weit unsere Zugbrücke ist. Machen oben das Geländer noch weg. Nicht aufs Moped. Nicht aufs Moped. Und dann kommen wir heute schon vorwärts. Trotz, dass wir noch nicht die geilsten Tools haben, ne? Ist mir aber auch egal. Ab und zu brauche ich so Ründle. Auch wenn es länger dauert, weißt du? Immer noch kein Motor gefunden. Dafür ein Amboss. Ich habe noch was abgebaut und habe dafür einen Amboss gelootet hier. Ah, da wollten wir ja auch noch reingucken, gell? Ha ja. Vor allem, das muss ich erstmal ganz kurz gucken. Die ist besser. Hat sich nicht wirklich gelohnt, gell? Jo, was heißt nicht wirklich gelohnt? Ich kann sie beim Händler vercheckern. Ich hole noch das Auto da hinten. Das machen wir noch kurz gemeinsam. Daheim muss ich ein paar Rüstungssets herstellen. Gelootet habe ich schon. Hey, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir einen Motor kriegen, dass wir den Mischer in den Start kriegen. Sonst kann ich ja gar nicht aufwerten. Das Schadensmodell ist aber echt gut, oder? Das Schöne ist aber, beim Autos abfahren kriegst du zumindest alle Fortslang dann so viel Sprit, dass du es gar nicht verbrauchen kannst. Und da ich eh meistens auf der Shift-Taste bin, muss ich eh mal Spritrunden einbauen, ne? Na? Das Glück ist uns hold. Nicht. Das Glück ist uns hold, nicht hold. Bist schon wieder überladen, gell? Alles klar. Ist klar. Jetzt hast du auch noch die schwere Rüstung an, gell? Vielleicht sollst du für solche Tage wie heute dir eine andere Rüstung zurechtlegen. Nun gut, haben wir hier noch irgendwas Wichtiges drin gehabt? Jo. Beispielsweise. Rack, mein allerbester Freund, mein wertgeschätzter, liebster Händler, Trader hier im Gebiet. Der einzige. Time is money. And I wager you don't. Now that you did the job. Oh. I guess you ain't all that damn bad after all. Oh, Papka, Leute, vier. Rektler? Ein Papka, der Vierer? Was nehmen wir uns mit für morgen?
I've got just the job for a simpleton like you. Downtown Villa 11? Das hört sich doch schon wieder so an wie... Wir schauen einfach mal. Level Up haben wir gekriegt, gell? Glaubst du, dass ich jedes Mal vergesse? Schmelztiegel wäre es gewesen, gell? Aber das haben wir doch schon mal gehabt, das Thema in der 19er. Schmelztiegel wird erst drin sein, wenn ich beim Händler auflevel, ne? Muss ich Händlerpunkte vergeben, Leute? You're getting on my nerves, friend. Ich weiß, du gehst mal auf meine Nerves. Wie viel Kohle habe ich jetzt? 940 da, der glückliche Sammler. Messing. Robotikdrohne, müssen wir auch mal irgendwann noch ran. Schrotflinten ist hier, das ist nicht unser Problem. Nee, komm her. Get the hell out of my store. It's for real customers. Für echte Kunden, danke du Arsch. Du Gammlicher. Wir müssen ein paar Punkte freischalten, dass wir bessere Angebote kriegen. Wie viel haben wir denn jetzt? Gucken wir uns nachher gleich mal an. 3 Punkte haben wir. So, pass auf. Fahren wir gemütlich zurück gemeinsam. Die Zugbrücke würde ich heute zumindest gerne mal anheben. Gucken, ob ich sie da überhaupt verwerten und verbauen kann, wo ich es will. Da wir immer hier fahren, fahren wir jetzt einmal hier rein. Die bringen ja, glaube ich, keine Motoren, oder? Die ausgebauten Autos. Zumindest würde es mich wundern, weil ich sehe hier nämlich gar keinen Motor. So. Fahren trotzdem mal weiter. Fahren jetzt hinten rum am Pop und Pilz. Ich glaube... Ah, der ist schon wieder Hunger. Das ist der Wahnsinn. Ich habe dem Freund noch mal was gegeben. Wir brauchen halt auch bessere Nahrung irgendwann, ne? Die sind auch ausgebeint. Die kannst du lassen. Gehen wir hier links Richtung Poppenpilz vor. Nö. Nö. Ist da ein Auto im See? Tatsächlich, guck mal, wie gut. Und nehmen, das ist der Krankenwagen, den schnappst du geschwind, komm her. Da ist auch noch einer hier. Wenn wir hier nichts finden, wo dann? Lass mal kurz gucken, kann ich irgendwas aufbauen? Ja, kann ich. Willst du irgendwas hier lassen? Das hier? Ey, Leute, die habe ich natürlich noch gar nicht hier so richtig im Visier gehabt. Verändern. Dann machen wir die Mod raus. Abschließen. Nur mal so als Beispiel. 12,8 pro, 11,9, aber 59 Schuss die Minute. Hat die das gar nicht? Stinkerle. Hatte die Pumpgun mehr Schuss? Ja, ne, Magazingröße 7, schon allein deswegen nehme ich sie. Aber... Ne, passt schon. Ausrüsten, verändern. Machen wir die einmal kurz rein. Bämchen. Bämchen. Boah. Ist es ein neues Modell? Ich muss irgendwas auslagern. Und zwar machen wir die Beete hier rüber. Mal, jetzt habe ich das nicht verkauft. Ich hält. Die kann man rüber. Weißt du was, ich mache das mal rüber, weil das verkaufe ich ja als nächstes eh. Das passt, das passt, das passt. Eine Batterie haben wir gekriegt, eine 5, was sehe ich gerade? Und Hunger hast du gehabt, gell? Komm her, wir probieren unser Glück. Mal gespannt, wenn ich hier alles gleich aufweg. Turret hoch, Messer hoch. Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das machen wir mal, wenn wir das Ding irgendwann machen. So. Ich bin gespannt. Also ich würde sagen, den schnappen wir uns und den draußen noch. Und dann kommen wir heim, da ist ja die Zugbrücke fertig gebaut, ne? Wollen wir einen zusammen machen? Hey, ich baue die zwei Dinger kurz ab. Dann ein Motor drin ist, kann ich euch ja dann sagen. Yeah, Baby, wir haben einen Motor. Habe ich es noch rechtzeitig geschafft? Unten rechts hat man es noch gesehen, gell? Dann lassen wir es gut sein mit dem einen. Ich baue den... Nee, ich habe keinen Bock mehr. Man muss ja nicht alles, weißt du? Ich habe keinen Bock mehr. Das reicht mir ja schon zum Glücklichsein. Jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt fahren wir nach Hause. Schalalala. Jui. Guck mal, hier steht ein Haufen von denen rum, ne? Schön. Wir wohnen in der Nähe vom Krankenhaus. Auch ein gutes Zeichen.
So. Fupp. Und fupp. Das Böckle ist wieder voll. Habe ich das Fahrrad leergeräumt gehabt? Jupp. So. Er kommt heim, hat eine neue Waffe. Der erste schöne Moment. Unsere erste kleine Mini-Umbaumaßnahme ist erledigt. Hier braucht man immer aufpassen. Schwuppen wir einfach so rüber. Mit Türchen haben wir bekommen. War da kein Holz mehr drin? So, die Zugbrücke ist fertig. Und dann hätten wir gerne den Zementmischer. Perfekt. So, dann können wir die jetzt eigentlich einmal anheben, geschwind. Nee, sie ist 5 breit. Die passt genau dahin, wo ich es haben wollte. Oh, ich mach mal kurz das Geländer weg. Wir müssen vorne noch ein Stützen setzen, glaube ich. Jetzt mache ich trotzdem mal das Geländer weg, dass wir auch einmal hinlaufen können. Ja, bis gleich. Ich habe gerade was entdeckt. Ganz fiese Nummer. Ganz fiese Nummer. Pass mal auf. Seht ihr den kleinen hier, den überstehenden? Der sorgt dafür, dass ich hier nicht nochmal eins rankriege. Und Achtung, deswegen fiese Nummer. Gerade eben hat er weniger Haltbarkeit gehabt. Als ich gerade eben drauf geklopft habe, ich schwöre, waren es 5000. Ah, okay, ich habe mich verklopft. Also ist doch nicht so eine fiese Nummer. Dann muss ich das nämlich hier auch noch wegmachen. Es sei denn, ich baue die Zugbrücke Bresta dran. Und das war nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Ich habe nämlich eher überlegt, dass wir es ein bisschen weiter rausziehen. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn die etwa hier... von da, wo ich jetzt die Säulen gesetzt habe, losgehen wird bis hier und dann runter, dann könnte ich die Mauer unter der Brücke entlang ziehen, weißt du? So habe ich mir das vorgestellt. Dann müssten wir allerdings das jetzt auch noch wegmachen hier. Zumindest auf 5, dass ich da oben weiter bauen kann. Jo, weißt du was, jetzt habe ich schon angefangen, jetzt mache ich es fertig. Ich mache jetzt die 5200er noch kurz weg und dann gucken wir mal, dass wir da oben noch die Blöcke verstärken. Und dann setzen wir die Zugbrücke. So machen wir das. Man kann sich übrigens auch im Admin-Menü so ein, ich glaube ein Deathhammer oder so irgendwie nennt sich der, spawnen und dann ist mit einem Schlag so ein Block weg. Ich mache das aus dem Grund nicht, weil für mich dann das Gefühl nicht mehr selbe wäre, wenn ich mir was aufbaue, weißt du? Kostet zwar ein bisschen mehr Zeit und manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber ich finde es halt so geiler. Jetzt heben wir mal die Zugbrücke kurz spaßhalber hier ran. Das wäre genau das Maß, das ich will. Ich darf sie nur nicht setzen, sonst ist es vorbei. Okay, das heißt, wenn wir auf dem Maß sind, gönne ich uns mal den Aufbau hier eben. Ich muss nur gucken, wie hoch ich komme. Au, scheiße. Kann sein, dass ich da vorne nochmal eins wegmachen muss. Wenn wir gleich sehen. Dann machen wir das hier so. So, das haben wir schon mal. Gehen wir mal kurz hoch, gucken. Jo, ich bin wieder drin. Ich bin wieder ein bisschen am Base-Building, wie gut. So, dann kommen wir nämlich hier wunderschön raus. Ja, es muss auf jeden Fall noch eins hoch. Und ich müsste es dann von der Form rüberziehen. Das ist natürlich doof. Lass mal kurz gucken. Hoch. Immer mit links drehen, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall da einen ranbringen. Mal gucken. So. Wird nicht gleich zusammenstürzen alles, oder? Ach so, Doch, ich find's geil, wenn das so wäre. Mir gefällt das ziemlich gut gerade. Ach so, ich Arsch. Oh nee, Leute, wisst ihr, was ich gerade falsch gemacht habe? Ich wollte ja hier oben die... Nee, stimmt alles. Die Brücke soll nach da rausgehen. Ich dachte gerade, ich baller das zu, wo die Brücke hin soll. Alles gut. Alles gut. Ich mache mal zur Stabilisierung hier noch zu. Alles gut. Ich dachte gerade. Oh. Das
wäre es wieder gewesen. Obwohl, die hätte ich ja mit 4 Blöcken einstürzen lassen können. Das wäre auch nochmal gegangen. So, mit ein bisschen Glück müsste nämlich jetzt hier... Mal, hier kommt der dann später eh. Warum tut er nicht, was er soll? Es war schon immer so ein Heckmeck, bis das mal gepasst hat, gell? Braucht die irgendwie mehr Platz als vorher? Guck mal, hier dürfte ich, ne? Vielleicht fehlt aber auch hinten die Unterstützung, wo sie draufklappt. So, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich kann sie wohl hier hinsetzen, dann wird sie zu mir vorklappen. Und wenn ich sie zu mir drehe, bäm, ich hab's gemacht. Normal macht man da ein Backup vorher, weil das ist nämlich auch ruckzuck erledigt. Ist jetzt übrigens der Erste, der kommt. So, wir haben die Zugbrücke gebaut, Leute. Das wird ja noch zugemacht. Da müssen wir jetzt dann neue Steine formen. Die haben auch noch gereicht. Ich will mir das mal von unten angucken. Jetzt kommt auch das, aber da mache ich ein Backup. Das werden wir morgen zu Beginn der Folge als Erstes probieren. Digga! Wenn ich das hier wieder wegnehme, alles, ne? Da würde ich aber vorher schon ein Backup machen für den Fall, dass man es zusammenstürzt. Weil das muss ja weg, sonst brauchen wir keine Zugbrücke. So, und von hier aus führt dann ein Weg hin. Ja? Und jetzt nur mal so als grobe Vorstellungsgeschichte. Hier kommt jetzt praktisch nochmal eine Verlängerung raus. Dann kommt eine Rampe runter, sodass wir da beim Reinfahren oben landen. Die Zugbrücke wird natürlich hochgefahren, dass keine Zombies uns hinterherkommen. Durch die Unterbrechung ist das Gebäude von der Brücke getrennt. Und dann sind wir da safe. Und dann, da jetzt hier noch eins hinkommt... Warte. Ist es dann auf der Höhe? Ja? Und dann kommt hier praktisch die Mauer vor. Zack, 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 Mauer außenrum. Und dann ist die Mauer... Oder wir machen die Mauer da hinten hin. Das wäre natürlich auch geil. Dann ist die Mauer ums Gebäude rum an die Brücke außen. Ja, das muss ich mal überlegen. Es kann auch sein, dass was sie hier ziehen, dass diese Pfeiler hier schon Mauer sind, ja? Das, pass mal auf, wie sieht denn das dann aus? Kriege ich vielleicht eine geile, stylische Mauer? Ey, jo, so machen wir es. Das ist noch cooler. Und ich baue dann hier für die Geschütztürme so kleine Balkone. Pass auf. So machen wir es. So machen wir es, Leute. Der muss allerdings dann weggeschlagen werden, wenn ich so will. Oder ich lasse tatsächlich hier so eine kleine Lücke offen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Nein, nicht den! Obwohl, ist egal, da kommt ja nachher eh hin. So machen wir es. Wir bauen uns so eine Mauer. Das ist ja nochmal geiler. Und da kann ich ja dann später nur den rausschlagen, wo ich ein Geschütz haben will. Oh, das wird cool. Und dann verläuft die Mauer nämlich unterhalb der Brücke. Da müsst ihr euch vorstellen, die wird ja dann oben sein. Und dann sind wir für uns. Und das mache ich morgen erst. Hier, das abbauen. Ich habe immer noch Panik, dass dann kurzzeitig die Brücke fällt. Und jetzt haben wir hier so einen Aufbau. Könnte man theoretisch, wenn wir wollen, hier noch rüber bauen. Ja, dass das Gebäude hier anschließt. Ja, vielleicht hier. Bum, bum, bum. Dann hätten wir den Bereich, wenn wir den füllen oben, wo wir dann zum Beispiel die Motorrad, Fahrrad, Auto hinstellen können. Wir können auch zum Beispiel verschiedene Fahrzeuge verschieden modden. Je nachdem, wie viele Mods es insgesamt gibt, welche noch dazukommen und so. Kann sein, dass wir oben kurz gucken, der Nameless und ich, wie viel Blöcke ich noch zusammenkriege, sodass wir morgen die Rampe noch bauen. Dass wir schon mal den Zugang nach oben haben zukünftig, ja?
Alles klar. Leute, schönes Ründel, hat mir sehr gut gefallen. Morgen gibt es auf jeden Fall die Mission, die wir angenommen haben. Plus hier noch einen kurzen Test, ne? Freue ich mich auf euch. Bis dann.